Konstruktion abgeschlossen. Wie kann das sein? Ich habe da gar keine, ich habe nicht mal eine kleine Streitmacht, die ist eigentlich relativ gut. Konstruktion abgeschlossen. Weißt du was, ich mache das automatisch, mir reicht es. Denn so eine scheiß Boarside-Kreuzer, ey. Ist das Ding schon mal weg? Komm mit erst hoch. Jetzt gucken. Unterwegs zu Zielkoordinaten. Das ist ein bisschen manchmal so kaputt. Hauptsache, er hat keine Raumschützer mehr. Erwarte Befehle. Wählt eure Verstärkung. Hm. Eine größere Armee ist keine Garantie für den Sieg. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil und beseitigt die Verteidigungsstellung. Nachricht. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil. Was denn für eine Taktik bei einem Raumkampf? Die richtigen Einheiten gegen die falschen Einheiten einsetzen? Hm? Verstanden. Wir geben oh ja. Kann ich helfen. Wir sind auf gegnerische Einheiten gestoßen. Oha. Das ist aber echt ein bisschen schwach, wie ich finde. Ich hab die falschen Schiffe. Na gut, wenn man bedenkt, wie ich bei Imperialen abgegangen bin, naja. Erwartet eben nicht so viel von mir. Badass. Da drüben. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin wie ein Verrückter, mein Schiff am Produzieren, aber es nützt einfach nichts. Fahrzeug wird produziert. Nebulon B-Fregatte hier. Habe ich eigentlich erwähnt, dass die Rebellenkampagne ein bisschen schwer ist? Y-Wing-Geschwader hier. T4B bereit. Ich muss ihn kaputt bekommen. Es ist ja nur eigentlich noch einer von denen denn aus und da. Ist ja nicht schwer. Hier. Ich brauche dafür erstens die richtigen Einheiten. Einheit wird hergestellt. Und zweitens auch die Zeit, aber die habe ich nicht. Er baut, da bin ich mir sehr sicher, dass er baut. Schaut's momentan aus. Ein bisschen wenig. Mehr Zeit habe ich leider nicht. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das muss einfach so irgendwann schon klappen. Geschwader ist unterwegs. Eine größere Armee ist keine Garantie für den Sieg. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil und beseitigt die Verteidigungsstellung. Waffen aufgeladen. Wir setzen uns in Bewegung.
Posten hier drüben. Halt, 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 er ist der da. Das ist auch der Grund, warum ich die Schilde so verstärkt habe. Hätte ich gerade dahin geportet? Nee, Quatsch, es gibt gleich KP2 davon, stimmt. Boah, ist echt Wahnsinn, wie viel Schaden die Dinger machen. Der Birdside sagt gerade nichts mehr. Gelegenheit nutze ich mal. Da unten hockt er. Hallo, seid ihr inkompetent? Statt einzugreifen, fliegen sie einfach so rum. Das soll nicht wahr sein. Letzte Sekunde knallt mir noch den Antrieb ab, damit ich mehr abhauen kann. Will sich verarschen oder so? Ist das der, ey, hallo, es sind nur zwei kleine piss-imperiale Schiffe. Ich krieg die nicht kaputt. Wie schlecht sind die Rebellen überhaupt? Oder stelle ich mich gerade nur dumm an? Mann, was soll der Blödsinn, ey? Ich wollte heute 4 Folgen aufnehmen. Wir setzen uns in Bewegung. Taktisches Gefecht. Danke. So, ist das jetzt endlich mal geregelt. Einheit wird produziert. So, zurück in die Massenproduktion. Einheit wird produziert. Gut, ihr geht schon mal da in Position. Du bleibst hier erstmal in Reserve. Geschwader hier. Ach du Scheiße. T4B bereit. Y-Wing Geschwader hier. Ah, Kohle bekommen wir jetzt auf jeden Fall genug. Geschwader hier. Fahrzeug wird so. Megulan B-Fregatte hier. Geschwader hier. Y-Wing Geschwader hier. Da würde ich sagen, noch ein bisschen rumchillen. Währenddessen kann ich so meine nächsten Pläne mal so ein bisschen so, ja, ne? Was du demnächst vor? Also, was demnächst kommen soll. Also, wie gesagt, nach Star Wars kommt, wie gesagt, dieses Addon dazu. Das wird im Anschluss dieses LPs hier folgen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Nur ich sag's halt nochmal, falls ihr es vergessen habt oder mich wie immer so fragen tut: Boah, Leo, tust du das Addon Let's Playen? Ja, das Addon kommt nach diesem Spiel. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Darüber hinaus gibt es eine kleine Hürde bei dem Addon. Aber das, die nehme ich mir jetzt mit Genuss entgegen und sage mir einfach, ach ja, dann mache ich das halt. Es geht nämlich darum, dass ich das Tutorial spielen muss, quasi, weil es teilweise zur Story gehört. Deswegen sollte ich das auch machen. Und da ich jetzt total langweilig ist, tue ich es einfach Kashyyyk angreifen. So, Monsterarmee. Jetzt können wir nochmal drüber reden. Jetzt habe ich noch die nötigen Einheiten dazu. Ich weiß nicht, warum ihr hier aufkreuzt. Aber kann ich Katzen eigentlich wegdrücken? Hier. Ich suche einen bestimmten Wookie. Wenn Nein. ich ihn gefunden habe, bin ich wieder weg. Wir sind hier, um bei der Befreiung der Wookies zu helfen. Helft so viel ihr wollt, aber kommt mir nicht in die Quere. Ich bin nicht aus Herzensgüte hier.
Da sind ja schon ein paar von meinen Panzern. Unterwegs. Und davon haben wir direkt mal alle. Sofort, Sir. Und ich würde sagen. Nee, Infanterie. So, die T4B-Panzer, meine Lieblingseinheit bei den Rebellen. Teilweise auch wegen denen hier. Die können zwischen Raketenwerfern und ihren normalen Blaster hin und her wechseln, also switchen. Die Blaster sind ja halbwegs ordentlich gegen die Infanteristen und die Raketen natürlich gegen gepanzerte Einheiten. Und die sind richtig stark. Schon, die Laser hauen schon ordentlich rein, aber es ist ein bisschen ungenau. Macht nichts, ich meine, die können auch die Gegner überfahren, wenn sie. Und solche Gegner einfach die Raketen. Und dann sieht das Chaos. So, wir alle Einheiten natürlich unendlich Munition. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich könnte hier dringend Hilfe gebrauchen. Roger, bestätigt. Warum sind da nicht ganz so inkompetent? Wir sollen mit Raketen drauf schießen. Ah. Jawohl. Unterwegs. So, hier bauen wir uns mal was verteidigungsmäßig lag auf. Sowas hier. Es laggt auch noch so, weil so viele Effekte auf einmal sind. Mach's mit dem Blaster an. Dann laggt's wenigstens nicht so. Was ja auch relativ interessant ist bei den Star Wars Strategiespielen, ist ja, dass man kaum Ideen hat, oder was heißt kaum Ideen, aber man hat keine richtige Vorstellung, wie die Rebellenfahrzeuge aussahen. Weil die sind ja in den Filmen gar nicht vorgekommen. Man wusste ja Imperialen, ja, AT-ST, dann gab es AT-AT, hat man schon eine gewisse Vorstellung. Aber man hat ja nie ein Rebellenfahrzeug gesehen. Und die sollen mir jetzt ernsthaft helfen. Ach, das da hinbringen. Ja gut, ich hab's da kaputt gemacht und da kam er rausgehüpft, okay. Ah, jetzt haben sie Armbrüste, okay. Bingo. Guck mal genau drauf, es sind 3 Stück. Hä, wie 5? Ja, check ich auch nicht so ganz. Gut. Ja, zerstören sie 5 Gefängnisse. Aha, wie wäre es mit zerstören sie alle Gefängnisse, weil es sind 5. Oh Mann. Ah. Hehehe. Die sind kein Problem, das ist egal, wenn sie explodieren. Zack. Gut geblockt. So, aber ich tue trotzdem mal Y-Geschwader mal reinschießen, weil es sind ein bisschen viele da. Und es bietet sich einfach gerade so an. So, mit einem Infanterieabwehrturm. Da kippt alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Boah, die Rüstung sind aber aus Plastik, so wie es anhört. Hey, könnte ich ein bisschen Hilfe bekommen? Was willst du? Du bist hinter der Front. Melde mich wie befohlen. Ups, 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 oh, 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 hey, hey, hey.
crazy, you idiots. Gut, dass diese alten imperialen Codes noch funktionieren. Chewie, hier ist er nicht. Bist du sicher, dass dieser Botaner dir die richtige Position gegeben hat? Ja. Halt euch den Rücken frei. Das wird gerade wieder ein bisschen übersichtlich. Und zum Fall des Tages mache ich es noch unübersichtlicher. So, und ist mittlerweile auch klar, wonach Han Solo eigentlich sucht, nämlich nach Chewbacca, der gefangen genommen wurde von den Imperialen. Das hat die Gegneranlage. Vielleicht hat es irgendeinen Sinn, wenn ich zerstöre. Ach ja, und Han Solo muss ja überleben. Ah, super. Warum muss Han Solo nicht überleben? Ich sag mal, kommst du so vor, sind die Rebellentruppen in allen Bereichen scheiße, weil ich werde gerade von AT-STs zermalmt. Spürt die Macht der T2B-Panzer. Scout! Boah, massiv viel Schaden. Memo an mich selbst. Bomber niemals in diese Mission einsetzen. Sie bringen uns hier nicht. What the fuck? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Willst mich doch wohl verarschen? Unser Einsatz ist noch nicht beendet. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, haben wir die Wookies in der Stunde der Not im Stich gelassen. Was war das jetzt gerade, bitteschön? Ich möchte es gerne zusammenfassend nochmal sehen. Ich habe mich gerade so sehr auf meinen T2B-Panzer konzentriert, dass ich komplett vergessen habe, dass Han Solo da in aller Ruhe aufs Korn genommen wurde und sich dann gedacht hat, mir ist schwindelig, ich kipp jetzt mal um. Ach Gott. So, das Schöne daran ist, wir können es nämlich alles nochmal machen. Zum dritten Mal. Was soll der Blödsinn? Als nächstes bleibt er ganz weit hinten, damit das nämlich nicht nochmal so ein Blödsinn passiert. Ich meine, er ist als Held relativ sinnvoll, aber naja. Aber ich bin nicht wegen eures Kreuzzugs hier. Ich suche einen bestimmten Wookie. Wenn ich den gefunden habe, bin ich wieder weg. Wir sind hier, um bei der Befreiung der Wookies zu helfen. Helft so viel ihr wollt, aber kommt mir nicht in die Quere. Ich bin nicht aus Herzensgüte hier. So. Wählt eure Verstärkung. Andere Taktik. Leo ändert seine Taktik. Oh mein Gott. Kann ich hier eigentlich auch irgendwo was hinsetzen? Das ist ja der geilste Landepunkt aller Zeiten. Ich kann hier nirgendwo was hinsetzen. So, und du bleibst da und verkriechst dich. Schäm dich, Han Solo. Du wirst nicht nochmal einfach so abrecken. Das Tolle ist, die ganzen imperialen Einheiten, die wir da besiegt haben, die leben natürlich alle wieder. Das Interessante daran ist, ich weiß ganz genau, wann es fies wird. Beginnen wir mal mit einem Panzersturm.